Kochen 7.2.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Macaroni Caprè ganz einfach gut. 1 gut 21 Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, dann salzen. Die Macaroni darin nach Packungsangabe bis fest kochen. 2 schon während das Wasser aufkocht, die Tomaten abtropfen lassen, das Öl auffangen und die Tomaten in Streifen schneiden. Den Mozzarella in Stücke zupfen oder in Würfel schneiden. Das Basilikum waschen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und diese bis auf ein paar Blättchen in Streifen schneiden. 3. Die Pinienkerne, falls verwendet, in eine Pfanne ohne Fett goldbraun anrösten. Dann aus der Pfanne nehmen, Herd ausschalten, das Tomatenöl zusammen mit den Tomatenstreifen in die Pfanne geben und darin erwärmen. Dann 2 bis 3 Esslöffel Nudelwasser dazugeben. 4. Die Nudeln in ein Sieb abgießen und sofort in die Pfanne geben. Mozzarella und Basilikumstreifen untermischen. Alles mit Basilikumblättchen und Pinienkernen bestreuen und servieren.